Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Was stellen wir heute an? Ja, ich würde vorschlagen, wenn es möglich ist, möchte ich gerne den Eisdrachen besiegen. Zumindest mal zu ihm hingelangen. Und wir sind ja auch schon auf dem Weg zu ihm, sofern ich diese Stufe aufgestiegen. Ich wollte gerade sagen, sofern mich diese beiden Skelettrotteln hier da nicht weiter nerven und uns am Voranschreiten hindern. Scheint ja alles so weit so gut zu passen. Wir hatschen jetzt ins ehemalige neue Lager, wo einst die Banditen und die Söldner vom Minental lebten. Also sprich, die Bagage, der wir uns angeschlossen haben. Und ja, ihr merkt schon, hier das Gestein, es wird eisig, es wird kalt. Das heißt, der Drache hat ein sehr großes Gebiet eingenommen und ist somit der mächtigste unter allen Vieren. Ihr merkt auch schon, was haust hier wieder, elendige Drachensnapper. Ich hoffe, ich kann einen einzelnen pullen. Jawohl, ist mir gelungen. Das ist sehr schön. Wir werden auch hier wieder alles an Getier plätten, was nicht nied- und nagelfest ist. 4 Erfahrungspunkte und so weiter. Komm her, sauf ich. Man, Chuck Brack. Jawohl. Schaut das. Super. Sauf ich. Perfekt. Schnell speichern. Und weiter geht's. Das sind jetzt 2, das ist blöd. Wie stelle ich das jetzt an, dass nur einer kommt? Ja, perfekt. Nein, nicht perfekt, es sind 2. Jetzt brauche ich Glück. Sehr viel Glück. Ich hoffe, ich kann... Ich hoffe, ich kann da jetzt ein bisschen Zeit schinden. Bevor ich gefressen werde. Komm, mach Kachanga. Mach Kachanga! Ein Gott, na. Jawohl, der erste Sinn. Und der zweite dürfte sich auch ausgehen. Jawohl, wow. Das war jetzt richtig Glück. Perfekt. Da werde ich auch gleich mal... Nein, zur Burg nicht. Ich wollte eigentlich jetzt einen bestimmten Zauber. Mit Wunden heilen und so. Große Wunden heilen. Also schwere. Hier. Das zahlt sich jetzt aus. Perfekt. Wir müssen sowieso shoppen gehen. Die alte Leier. Also wenn wir das hier überstanden haben, gibt es wieder mal eine Shopping-Tour. So, ist hier auch irgendwas daheim? Ich glaube schon. Ja, wieder ein Drachensnappi. Komm her, Schnappi. Bäm, zack, brack, boom, clash, chepper. Komm, Kachanga. Mach Kachanga. Kacha, 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 Kachanga. Jawohl. Nochmal, einmal geht's. Sehr gut. Gib mir dein Zeug. Ein Lederbeutel. Eine Spruchrolle. Aha, ein Eichenbogen, eine Steintafel, eine Heilwurzel, ein toter Drachensnapper, den wir schon gelootet haben, noch mehr Heilwurzeln, ein paar Feuerwurzeln und Kräuter und Bibabo und her mit dem Zeug. Sehr schön. Da werden wir doch gleich einmal glubschen. Das ist ein Speichern auch gleich wert. Momentele. Werden wir gleich mal glubschen tun, was denn die Steintafel kann. So, Einhandkampf. Perfekt. +2. Schön. Schön, 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 schön. Suche ich was Bestimmtes. Ich bin mir gerade selber nicht so sicher. Ja. Ich möchte mich auf jeden Fall wieder ein bisschen heilen. Nein, was ist das? So sauber verdrücken. Entschuldigung. So sauber verdrücken. Das muss man erst einmal können, wirklich. Bitte kein Ladebug. Perfekt. Echt, das ist wieder typisch. Typisch ich. Will ich auf den Heiltrank klicken? Na, also, ja.
Das soll man machen. Das bin halt ich. So, nochmal von vorne. Also blöde Steintafel, wo bist du? So, mit dem. So, her damit. Perfekt. Jetzt aber. So. Jetzt aber läuft's. Perfekt. So, jetzt steigen wir den Berg wieder hinab und schauen, was wir auf dieser Seite an Gedirn noch alles finden werden. Und dann gehen wir auch schon in das ehemalige neue Lager rein. Jetzt können wir eigentlich schon bald Eislager dazu sagen. Halt, was ist da? Ein Bogen? Ein Jagdbogen und Pfeile gibt's hier. Okay. Das war alles? Okay. Wir werden auch jetzt gleich alte Bekannte wieder treffen. Komm her, du Saufviech. Das Viech habe ich jetzt nicht gemeint. Komm, Katschanga. Perfekt. Sehr gut. Ja, da kannst du schon dahin schnurren. Das macht mir nicht, macht mir gar nichts. Halt, da ist ein Trank. Her damit. So. Ah, ja. Da unten haben wir schon wieder Spezialitäten. Eisgolems. Und die sind richtig schier. Ich hasse Eisgolems. Und ihr seht schon, alles voll mit toten Drachenjägern. Boah, wie stelle ich das jetzt an? Jetzt bräuchte ich einen Feuerzauber. Wartet mal. Was habe ich denn noch so im Petto? Was hätten wir denn? Großer Feuerpall. Hoppala, bin am Mikro angestoßen, Entschuldigung. Feuerregen will ich ehrlich gesagt nicht einsetzen. Kleiner Feuersturm. Aber wenn es möglich wäre, wäre so ein kleiner Feuerregen nicht schlecht. Aber ich glaube, sowas gibt es nicht. Wir haben großer Feuersturm. Ich könnte es mit dem mal probieren. Schau mal, ob es funktionieren täte tut. So, langsam. Abre, babre, babe, boabe, buh. Scheint nicht hingehauen zu haben. Und das ist das, was ich meine, weil die frieren uns nämlich ein, diese Arschlöcher. Und ich habe gehofft gehabt, dass wir wenigstens einen Golem loswerden würden. Ich habe keine Ahnung, weil Erfahrungspunkte sind jetzt keine aufgetaucht, glaube ich. Nein. Komm, zück deine Waffe, Trottel. Waffe. Hallo. Was ist denn nun? Hallo? Ohne Worte. Absolut ohne Worte. Ich habe keine Ahnung, wie diese dummen Sprüche da funktionieren. Es ist alles. Bäh. Da wäre es gescheiter, wenn ich auf was anderes gehen würde. Weil diese Feuerbälle sind für nichts. Kleiner Feuersturm, der wird sich halt auch nichts bringen. Naja, schauen wir mal. Oh doch, der ist instant hin. Nein, der ist ein Scheißdreck hin. Der hat nicht einmal was gespürt. Ich weiß auch nicht, wie die das tun mit dem Treffen und so. Komm, stirb. Komm, Mann. Jetzt komm schon. Ja, natürlich, das kannst du vergessen. Boah, ey, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. So, da steigt mir schon wieder die Grausbirn auf. Wirklich, wenn solche Zaubersprüche nicht funktionieren, ich hasse nichts mehr, wie wenn Zaubersprüche nicht funktionieren. Das ist wieder so richtig, boah, Kotz an, echt. Ich habe auch keine Ahnung, ob Unwetter oder sowas helfen würde. Ich probiere es einfach mal. Mal schauen.
bringt es was? Das war alles an Schaden. Dein Ernst? Können wir uns wieder bewegen? Nicht so, wie es sein soll. Na gut, ich glaube, entweder gehe ich auf Sturmangriff oder ich stehe hier noch 20 Jahre rum. Mir wird nichts anderes übrig bleiben, als wie Sturmangriff zu wählen und hoffen, dass die Klaue gute Dienste leistet. Ach, das ist übel. Nein, sie leistet nicht gute Arbeit. Natürlich nicht, dann müsste instant umfallen. Mann, das ist wieder... Kann ich ihn mit einem Eisblock einfrieren? Oder hebt sich das auf, weil er selber aus Eis ist? Das habe ich noch nicht versucht. Hat's hingehauen. Das kann man so schwer sagen, ne? Nein. Boah, ich hasse. Eisgolems sind wirklich die schlimmsten auf der ganzen Welt. Ich hasse Eisgolems. Ich hasse diese Viecher. Geht sterben. Natürlich lässt es sich einfrieren. Natürlich lässt er sich einfrieren, der dumme Hund. Wirklich. Naja, schlag nur drauf. Ich hab's verdient. Ist unfassbar. Die sterben nicht einmal durch einen Feuerregen. Ich bin schockiert, echt negativ schockiert. Mann, jetzt ärgert's mich hier, ne, oder was? Fast der halt schon der halbe Part weg. Mann, ey, ich will doch nur weiterkommen da, scheiße. Das kann ja nicht sein. Ja, es ist halt, man kann nichts wechseln, gar nichts, ne? Das kannst du schon vergessen. Da kriege ich vorher wieder einen Ladebug, ich fühle schon. Zweimal vielleicht noch, dass ich darf und dann habe ich ihn schon. Dann habe ich ihn schon. Jawohl. Boah, ist das kacke echt. Ja, jetzt speichere ich das aber ab. Mir ist das wurscht. So. Dass ich wenigstens den depperten Zauber jetzt immer heraus habe. Ist ja kacke sowas. Tja, zück deine Waffe. Jetzt hat er mich erwischt. Jetzt wollte ich so schön von der Seite. Verstehst? Nix da. Boah, ist das anstrengend. Ah, ist das anstrengend. Ja, schön. Ich freue mich, du Arschloch. So, ausweichen. Hat's was gebracht? Ich bin sprachlos. Na, jetzt bin ich dann echt grantig. Jetzt gehe ich dann bald weg. Ich scherme ihn einmal. Geht sterben, ihr Arschlöcher. Jetzt hat es nicht funktioniert, zu langsam. Jawohl. Ich weiß, ich sollte eigentlich dort runter hüpfen. Ich bekomme, glaube ich, sogar Unterstützung. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. So, runter da. Ich mach's jetzt auf die lame Art. Oh, scheiße. Da geht's ja gleich weiter. Mann, ey. Wurscht. Das kriegen wir schon hin. Zuerst die Echsenmenschen. Ja, Arschloch. Das kriegen wir jetzt schon hin. Ich habe keine Zeit mehr, da den Part weiter zu verdröseln. Ich will zum Eisdrachen.
Komm her jetzt, Arschkopf. Geh sterben. Du sollst sterben, habe ich gesagt. Vollidiot, echt. Mistkerl. Elendiger. So. Da lege ich mich lieber mit dem Troll an, als mit so zwei Eisgolems. Echt. Komm her, du schierches Scheißviech. Kerbe. Komm, schlag. Geh du. Super, rein in den Goblinhaufen, ne? Passt, der Troll ist hin. Passt, hier kommt keiner mehr. Na, steck weg die Waffe, Idiot. So, looten. Da haben wir schon einen toten Drachenjäger. Der hat einen Eintopf. Sowas können wir eh brauchen. Alles, was geht zum Heilen. Mahlzeit. So, die Fischsuppe kommt auch weg. Was können wir noch essen? Bilder Fleisch. Ich habe nämlich ein bisschen was gebraten, damit da auch mal weniger wird. Alter, heilt gar nichts mehr, wenn man bedenkt. Runter damit. Ja, das reicht einmal fürs Erste. So. Dann gehen wir die Goblins da drüben an. Ja, ihr braucht euch gar nicht länger freuen. Ihr werdet jetzt alle umgenäht, umgeschnetzelt. Komm her, du Kackpfleger. Passt. Die sind erledigt. So. Was oder wen haben wir hier? Hier lebte mal jemand vor langer Zeit. Aber von denen sind nur mehr Gebeine über. Sehr schön, eine Truhe. Oh. Was zum Teufel? Alter, hat mich dieser depperte Krieger gerade erschreckt. Nee, ich sterbe da nochmal einen Herzinfarkt. Ich sag's euch. Wenn ihr von mir nichts mehr hört, außer einen dumpfen Schlag auf den Boden, dann bin ich gerade vom Sessel gefallen. Es ist ja unfassbar. Und wo kommt ihr jetzt her, bitte? Ich meine nicht, dass ihr da jetzt irgendwelchen, also mir einen Schaden anrichten könntet, aber da ist ich nichts mein, zu plündern, nichts zu holen. Na, echt. Blärt da einem einfach so ein Ork. Nee. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen, nichts zu plündern, ja, passt. Nichts zu holen. Da ist auch nichts, gut. Boah, ey. Alter Schwede. Das da vorne schaut auch aus wie ein Maibaum. Aha, da haben wir Banditen. Ich habe eigentlich eh gespeichert. Es dürfte eigentlich jetzt kein Problem sein, wenn die uns jetzt angehen sollten, weil ich glaube, die sind feindlich. Ja, ja, komm her. Komm näher. Okay, die sind stark. Die sind sehr, 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 sehr stark. Die können sogar unserer Drachenjägerrüstung was anhaben. Das gefällt mir gar nicht. Komm her. Wow, Arschloch. Jetzt komm, Klaue, jetzt mach mal was. Immer muss ich dich bitten. Blödes Scheißding. Wir sterben, du Krüppel. Hallo, sterben. Alter. Geht ja. Weggebraten. Moment. Mal trinken schnell. Das hört sich wieder ungesund an. Das sind sicher noch ein paar von diesen Humble-Männern. Ich hoffe, die sind wieder in der Höhle drin. Mal kurz auf die Uhr klupschen. Mann, der Part ist auch wieder zu Ende. Boah, das war echt nicht schön mit. Das ist echt nicht schön mit diesen. Wow, aua, mit diesen Eisgolems da. Das ist echt scheiße.
Endlich der ist hin. Komm her, du Arschloch. Wir sterben. Was? Du auch. Komm her, du Krüppel. Na, brauchst du sterben? Passt. Oh, echt anstrengend. Idiotenvereine da, wirklich war es. Es ist echt wahr. Diese blöden, boah, verkackte Eisgolems. Und dabei wollte ich euch noch jemanden zeigen, den wir sehr gut kennen. Also sehr gut. Ein bekanntes Arschloch, sagen wir so. Hey, da gibt's ein Bettchen, ich könnte mal schlafen gehen, das wäre auch nicht schlecht. So, Gletscherquarz, her mit dem Klumpert. So, Trank, eine Steintafel, sehr schön. Und was haben wir da drin? Ja, schön, das hat sich ausgezahlt. So, und mit einem Nickerchen. So, gut ausgeruht, werden wir den Part für heute, denke ich mal, beenden. Wobei, eins noch, die Steintafel werden wir noch erlernen und dann haben wir es gerichtet für heute. Nämlich Bogenschützen, Stufe 2. Jawohl. Perfekt. Im nächsten Part, ja, werden wir dann eben den Eisdrachen besuchen. Das müsste hinhauen, hoffentlich. Wahrscheinlich kriegen wir sogar Verstärkung mit, wenn alles nach meiner Erinnerung und nach Plan verläuft. Oh, da sind Eiswölfe. Psst, schnell weg. Verdammt. Die muss ich noch plätten. Ich hoffe, das kriege ich hin. Das wäre jetzt echt übel. Wenn nicht. Ja, die halten was aus. Komm, Katschanka. Ah, wir halten auch was aus. Komm her, du Kackviech. Geht ja. Sehr schön. Perfekto. So, im nächsten Part besiegen wir noch ein paar Eiswölfchen. Wie gesagt, treffen auf einen alten Stinkstiefelbekannten. Und möchten gern den Eisdrachen besuchen. Also ihr Lieben, ich bedanke mich wieder mal von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!